So, heute ist ja richtig schön. Vielversprechend, möchte ich fast sagen. Ich traue da erstmal ein bisschen im Flachen. Das den Downrigger mal so in 5, was habe ich, 5 Meter abgesetzt. Der Wobbler läuft noch mal 3, 2 bis 3 vielleicht. Macht 7, fahre ich mal über die 10 Meter Linie. Habe ich mir so gedacht. Und dann schaue ich mich mal um, was der Flachwasserbereich so macht. Cool. Das habe ich ja letztlich schon gesagt, dass ich ein bisschen was zur Praxis mit dem Echolot mache. Ich bin jetzt mitten auf dem Freiwasser, jetzt momentan bei 76 Meter Wassertiefe. Ich nehme jetzt mal einen ziemlich schweren Zocker. Ich hatte erst den hier, das, ich weiß gar nicht, was der hat. 20 Gramm oder so. Ich nehme jetzt ein bisschen was Schwereres, damit ich schneller runterkomme. Sowas hier. Hauptsache schwer, ist beim Saibling nicht so interessant. Was das Dekor angeht. Hauptsache das Ding spielt ganz gut. So. Und jetzt schaue ich an, jetzt fahre ich spazieren. Das hänge ich jetzt da rein. Jetzt fahren wir spazieren und schauen mal unten, was sich da tut. Jetzt fahren wir mal ein bisschen geradeaus. Jetzt irgendwann im Tiefen wird es schon das eine oder andere kommen. Da muss es immer ziemlich schnell gehen. Jetzt auf 40 Meter zeichnet sich jetzt gerade was ab. Sehe ich schon im A-Scope, wie das heißt. So. Gar nicht lange rum, das gute Echo. Stehen bleiben, rückwärts treten, runterlassen. Jetzt muss es schnell gehen. Ein bisschen Fahrt, wo das Echo war. Da siehst du jetzt, da oben kommt der Zocker, ob wir den locken können. Gleich schon hoch. Na, macht er jetzt gerade nicht. So, jetzt bin ich gleich da. Jetzt kommt er hoch. So. Das hat er gesehen. Also, da siehst du eine kleine blaue Spur, da ist er ein bisschen höher gekommen,